Ja, wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Der Beginn der heutigen Show verzögert sich leider ein bisschen, weil ich habe gestern einen Anruf gekriegt von Beat. Er hat ganz furchtbare Albträume und ich als Mentalmagier, ob ich ihm da nicht ein bisschen helfen kann. Jetzt habe ich ihn vor der Show hypnotisiert und habe ihm diesen Gedankentransmitter-Helm aufgesetzt. Und wir versuchen jetzt einfach mal die Gedanken bzw. die Albträume von Beat sichtbar zu machen auf dieser Leinwand. Wir probieren es einfach mal. Bitteschön. Ja, einen schönen guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einen schönen guten Tag, liebe Teilnehmer. Eine entsetzliche Akustik. Vorwärts, immer, rückwärts, immer. Wir hatten hier den Neandertaler, Niemand sagt, dass die Abstände der Mauer sind. Niemand sagt, dass die Abstände der Mauer sind. Eine Sau. Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Zeitplan hier durcheinander, Zeitplan hier durcheinander. Wissen Sie, man spricht nicht gern über sich selbst. Ja, ich denke, das hat ihn jetzt geheilt. Schlaf weiter tief und fest. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn du deinen Namen hörst, bist du hellwach und machst eine tolle Show. Eins, zwei, drei. Beat Zaniolo! Ja, du bist jetzt auf der Bühne. Ja. Ist er schon hier? Oder? Ja, geht los. Oh je, oh je, oh je. Oh, gut. Was hier? Rückwärts, nimmer. So. Herzlich willkommen zur letzten Show, oder? Ich darf Sie begrüßen für hier die letzte Show, oder? Mach mal, ja. Ja? Mach sie gut. Okay. Jetzt muss ich mich ganz kurz orientieren, weil dieser Traum. Gut, ich glaube, jetzt habe ich mich gefunden, weil hier sitze ich normal. Ich habe immer drei Shows hier gesessen. Ja. Ich habe auch mal getanzt. Ich habe hier, das war einfach gut, jetzt habe ich hier ein Buch, Christoph Kruch. Ja, dann darf ich willkommen heißen. Die Psychologie des Unglaublichen heißt das, ja? So oder so ähnlich, ja. Gut, ich bin noch irgendwie in dem Traum drin, aber ich glaube, ich krieg's bis am Schluss. Wir haben ja bis 22.30 Uhr, nur dass Sie es wissen. Christoph Kuch, der Mentalmagier, herzlich willkommen. Guten Abend. Danke schön. Der Metallmagier. Ja. Aber alle fragen, was ist ein Metallmagier? Kann der mir jetzt Gedanken lesen? Irgendwie war das ja der Fall, aber was war mit dir los? Wieso bist du Metallmagier geworden? Also zwei Fragen grundsätzlich. Also Metallmagie ist grundsätzlich eine Mischung aus Psychologie und Zauberei. Das heißt, ich verwende Methoden aus beiden Bereichen, die es mir scheinbar ermöglichen, die Gedanken zu lesen, was ich natürlich nicht wirklich kann, weil es keiner kann. Aber ich vermittle eben auf der Bühne den Eindruck, es zu können. Mhm. Und ich zeige es Ihnen dann nochmal. Mentalmagier bin ich geworden, weil ich als kleiner Junge einfach irgendwie am Zauberkasten hängen geblieben bin. Ja. Und dann habe ich auch noch den ausgefallenen Studiengang der Betriebswirtschaftslehre eingeschlagen. Einer meiner Schwerpunkte war Wirtschaftspsychologie. Und so kam dann der Schwenk zur Mentalmagie, also zu dem vermeintlichen Gedankenlesen. Also jetzt vom Zauberer, also ja. Als Kleiner hast du das schon? Genau, kleiner Junge angefangen und bei vielen landete er irgendwann im Eck.
Mhm. Aber mich hat es irgendwie gepackt. Außerdem hatte ich keine Freunde, sodass ich mir die Zeit vertreiben musste. Ach so, du auch nicht? Ja, ach genau. So. Ah. Und deswegen sind wir heute auf der Bühne. Ja, genau. Ja, vielleicht kommt noch ein Dritter mit ohne Freund. Ich weiß ja nicht. Das ist also, da kommen wir ja zu dritt. Aber da sind wir wenigstens drei Freunde am Schluss. Ich genau. Weiß es ja nicht. Also, genau. Naja. Ja, gut. Ich meine, er hat übrigens ein Buch geschrieben. Ja. Hier, wir haben ja auch hier zum nachher unterschreiben, also gerne. Nach der Show. Um 11:30, nee, eine Stunde vorher, ist er noch hier und er wird das unterschreiben. Sei nicht abergläubisch, das bringt Unglück. Mhm. Was hat das jetzt in sich? Ich meine, da sind ja Sachen drin, da hast du wahnsinnig lang recherchiert. Richtig. Ja. Also es sind sehr aufwendig recherchierte wissenschaftliche Themen. Allerdings habe ich versucht, die auf eine humorvolle Art und Weise rüberzubringen. Also ja. Der rote Faden des Buches ist eigentlich die Fragen, die mir nach jeder Show gestellt werden. Also zum Beispiel, können Sie mir aus der Hand lesen oder können Sie meine Frau verschwinden lassen? ist ja tatsächlich beschrieben, geht natürlich auch mit Männern, also das, keine Angst. Also es steht wirklich auch drin, wie man das mal probieren kann. Ja. Aber grundsätzlich geht es eigentlich wirklich darum, dass ich ein großer Kritiker der sehr Medien-Scharlatan-Welt bin, weil ich einfach sage, wenn ich auf der Bühne bin, dann kann ich den Anschein vermitteln oder vermeintlich vermitteln, dass ich es könnte. Wenn ich aber von der Bühne runtergehe, muss ich klipp und klar sagen, ich kann es nicht. Siehst du, wie bei mir auch. Und schon wieder was. Ja. Das war also aber das Spannende ist, dass ich letztes Jahr einen relativ langen Spot in Stern-TV hatte. Und danach kam wirklich eine E-Mail zu mir von einer Frau, die mich gebeten hat, sie vom Krebs zu heilen. Und das war so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, also du musst einfach klarer sagen, dass das hier eine Show ist, dass du die Leute unterhalten willst und nicht über irgendwelche Humbug und womöglich noch den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, um eben mit vermeintlich Toten Kontakt aufzunehmen. Mhm. Ich lebe ja noch, darum bist du auch noch hier. Genau. Zwei Sätze sind auch noch spannend. Glück haben lässt sich offensichtlich lernen. Mhm. Ist tatsächlich so. Ja. Also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die einfach von sich behaupten, Glück im Leben zu haben, viel offener sind für neue Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich so. Also wenn sie sehr verbohrt sind und glauben, dass ihr Leben einfach ein Scherbenhaufen ist, dann werden sie auch keine neuen Wege finden. Wenn sie allerdings offen sind und beharrlich, also Glücksmenschen sind auch viel beharrlicher, dann werden sie zweifelsohne ihre Chancen besser nutzen und auch mehr Glück im Leben haben. Hm. Ich gebe immer ein tolles Beispiel. Es funktioniert wirklich, haben Wissenschaftler nachgewiesen. Setzen Sie sich heute Abend mal hin und notieren Sie mal drei Dinge, die Ihnen an diesem Tag wirklich Glück bereitet haben. Also es muss jetzt kein Lottogewinn sein, sondern das kann zum Beispiel die grüne Welle sein auf dem Weg zur Arbeit oder das Mensch ärgere, die nicht spielen mit ihren Kindern. Und es haben Wissenschaftler herausgefunden, dass nach einem Monat die Leute, die das wirklich immer wieder machen, viel, viel glücklicher sind als die Menschen, die es eben nicht machen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass sie viel mit offeneren Augen durch den Tag gehen und einfach schauen, wo habe ich denn Glück, was könnte ich heute Abend aufschreiben. Und das ist eine tolle Methode, sein Glück ein bisschen zu forcieren. Mhm. Ein zweiter Satz, der noch ganz speziell ist. Wer sich unter aller Sau benimmt, dem hilft es auch nicht, wenn er wie ein Schwein riecht. Was hat das jetzt mit sich? Also da bin ich jetzt nicht ganz rausgekommen. Ich war jetzt irgendwie auch noch ein bisschen transferierend hier. Also, aber es wurde das ist das Kapitel, wo es darum geht, kriegt ein Mentalmagier jede rum. Und da geht es eben viel um Studien aus der neurolinguistischen Programmierung, aus dem NLP, was ja absolut in ist und absoluter Schwachsinn ist. Und danke. Und da kann ich lang drüber erzählen. Mache ich auch gerne, aber da wird die. Wie lange haben wir bis 12:30? Zeit. Nein, und es gibt eben eine Studie, wo in einem Zahnarzt Wartezimmer die Stühle mit Schweinehormonen besprüht wurden. Und das soll eine aphrodisierende Wirkung haben. Und tatsächlich war es dann auch so, dass sich viel mehr Leute auf diesen Stuhl gesetzt haben als auf die anderen Stühle. Also deswegen kam dann diese, ja. Mhm. Mhm. Jawohl, jetzt weiß ich, warum das mich hier hingesetzt hat. Also bleibe noch hier. Das Skurrilste, was dir in einer Show passiert ist? Du.
Ich habe noch nie angefangen. Also im übertragenen Sinne war es tatsächlich so, weil dieser Hut, den du da, also es war vorher nicht ganz ernst gemeint, ja, ich habe ihn nicht wirklich hypnotisiert, darf ich das sagen? Ja, also das Skurrilste war tatsächlich, dass ich tatsächlich mal in meine Show in der ersten Reihe drei Leute mit Aluhüten gesetzt haben. Also die meinen das als Witz, aber die hatten wirklich solche Hüte praktisch auf, um meine Strahlen praktisch nicht zu empfangen. Ah. Es war als Witz gemeint, aber war sehr skurril, den ganzen Abend in diese Glitzerfolie zu spielen. Okay. Gut, wir haben uns kennengelernt da in einer Abendshow auch. Ja, richtig. Beim MDR. Richtig. Unter uns war das, ja. Richtig, genau. Und ich habe die Sachen angeschaut und ich bin auch nicht so jetzt einer, der jetzt gerade auf alles da fliegt, aber dann habe ich gefunden, wow, das geht ja gar nicht. Aber was nicht geht, der muss hierher kommen. Ja, und jetzt ist er hier. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Dankeschön. Und wie gesagt, das Buch ist dann auch an der Kasse erhältlich. Wir haben, glaube ich, 7 Stück noch hier. Es lohnt sich also. Für diejenigen, die noch wissen wollen, wie sie, naja, also, sie können selber entscheiden. So, jetzt brauche ich aber deine Hilfe. Ja. Und zwar, wir haben ja einen zweiten Gast, wie du, glaube ich, auch weißt. Ja. Also es ist so, bis kürzlich wusste ich auch nicht, ist er hier oder ist er nicht. Ich weiß es ja auch jetzt noch nicht, weil es ist, dieser Gast ist wirklich, der hat mir fast alle Nerven geraubt, in dem Sinne Positiven, weil neben Bruno Ganz ist er der zweite Gast, den ich nicht wusste, ist er da, wenn er da ist, kommt er, wenn er kommt. Jetzt mal schauen, ist er da, wenn er da ist, ich weiß es noch nicht. Wir können jetzt mit Hilfe von dir und mir und dem Publikum, das ist jetzt ganz wichtig, das müsst ihr jetzt mir uns helfen. Denkt an diesen Gast, der jetzt kommt. Oder? Machen wir das miteinander? Ja. Ja? Soll ich mal zu dir vorkommen? Oder? Ja, mehr miteinander. Wir müssen auch eine Verbindung haben. Müssen wir? Ja. Also, ich habe das Buch gelesen. Also, wir denken... Gibt es noch einen Tipp, wer das ist, oder? Das war dein Deo übrigens. Das ist wirklich wahr. Also, das haben sie mir im Flughafen abgenommen. Entschuldigung. Ja, aber es stimmt wirklich. Ja, es stimmt wirklich. Also, wir denken jetzt wirklich, ich sag's euch nochmal, wer jetzt noch kommt, mit uns zwei hier sitzt. Okay, ja. Es müsste ja kommen, wenn er kommt. Hinten dran kommen. Du musst bloß kurz aufhören zu reden, weil sonst klappt es nicht. Genau. Ja. Gregor Gysi. Bitte schließt alle die Augen. Denkt dran. Gregor Gysi. Und jetzt müsste Gregor Gysi. Müsste das Foto kommen von ihm, der jetzt kommt. Stärker Gregor bitte noch. Ja? Stärker noch denken, bitte. Noch stärker denken. Gregor Gysi. Nee. Das ist mal, oder? Gregor Gysi! Was soll ich Ihnen abgeben? Das habe ich ihm mitgebracht. Ja, Gregor Gysi. Ist das in der Schweiz üblich, den Kühlschrank offen zu lassen? Wir wollen ein bisschen Kühles rein. Also Sie haben jetzt mir zwei Geschenke mitgebracht. Das hat ja noch einen Bezug mit ihm, aber hier die... Das ist mein Geschenk, das nicht. Okay, das kommt hier. Tschüss, das ist die Rettungsboje, wenn ich ja untergehen sollte. So, voilà. Also, und die Krawatten, was sind die Krawatten jetzt? Ja, also ich habe mir überlegt, welche Krawatte zu Ihnen passt und habe mich entschieden, es ist meine. Zumal ich die dann los bin. Ach so. Machen Sie mal Ihren Kragen hoch, dann müssen Sie sich hinsetzen. Ich kann das nicht falsch rum, ich kann das nur von so rum. So, ich kann keinen Krawattenkopf, also herzlichen Dank. Oh. Sehen Sie, das so gewinnt man Freunde.
Er knüpft mich bitte zu. Ruhe, mich jetzt nicht durcheinander bringen. Ja? So, Moment. So ist so ein blöder DDR-Knoten, den ich mache, ja? Oh. Nicht so fest, ich habe noch eine Stunde Zeit hier. Jetzt, Moment. Ja. Das ist wirklich nicht so leicht. So, oh, das geht Moment, also, Moment. Ja, ja. Oh. So. Oh, danke, lieber. Herzlichen Dank. Ah. Ah, herzlichen Dank, Herr Gysi. Das ist schön, dass Sie hier sind. Ich fürchte, ich bin die Krawatte los, ne? Ja, ich nein, gut. Das passt aber. Also nicht, das war kleine nicht ausgemacht. Verluste im Leben müssen sein. Ja, ja klar. Hier. Ja. Wer ist das? Ein berühmter Schlagersänger. Ja, genau. Also mit der Frisur, wir haben zuerst gemeint... Ähnlich wie meine, ja. Ja. War früher so, war das auch so? Ach, Ivo. Ja. Ich hatte schon immer blöde Haare. Haben Sie ihn gesehen? Ja, dazu klar, mal. Öfter schon. Ja. Im Fernsehen oder so, ja. Ja, aber dazu mal, es war ja eigentlich nicht, die aber 89. Auch, ja. Ja. Hören Sie zu, ich bin jetzt 68, ich habe schon ein Grundrecht auf Senilität. Ja, ich muss mich ja nicht mehr an alles erinnern, ja. Also, wir haben noch ein Lied von ihm, ja? Oder? Kommt er noch? I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Kein Wunder, dass da die Mauer eingestürzt ist bei dem. Ja. Ja, also, wo ich meine, er war ja an der. Achso, Sie suchen was zu trinken. Darf ich ja. Was zu trinken? Sie können gerne von meinem Bier trinken, wenn Sie wollen. Nee, aber Weißwein, Sie trinken gerne Weißwein, haben Sie der gesagt. Der ist mir zu warm. Nee, der ist super kalt. Nee, wir waren am Rheinfall noch und er hat gesagt, nüchtern ich kann ich nicht. Ich habe mir ja überlegt, ob ich Ihnen die Show klaue, wissen Sie, und einfach reinkomme und den Kühlschrank zumache, so mache und wieder rausgehe. Und dann hat er gesagt, ja, lass es bleiben. Ja. So, wir haben ein GVS. Wir haben ein GVS Steiner Chardonnay. Der ist so recht fruchtig, schön, fein im Abgang, wenn man wieder abgehen nachher. Das ist der Pinot Gris. Ist ja aus Schaffhausen, direkt von ja, hier. Ja, ist alles von den, hier. Den nehme ich, den. Gut, prima. Ist eine gute Wahl, also ist Pablo Nett hier, ist eine gute Wahl? Ja. Gut. Jetzt haben wir verschiedene Gläser, auch aus... Aber ich muss Ihnen erzählen, ich bin edler Weinritter zu Oppenheim geworden. Und da, es war ganz nett, als ich dort ankam. Natürlich hatte die CDU dagegen protestiert. Ja, ich kann noch zwei solche Gläser trinken und dann bin ich nicht mehr drin, ne? Also, und ich wurde edler Weinritter und da gibt es auch wunderschönen Rheinhessenwein. Und die CDU hatte protestiert und dann habe ich, und die Laudatio auf mich hielt der SPD-Fraktionsvorsitzende Oppermann aus dem Bundestag, würdigte mich, kritisierte natürlich auch die Linke, wie es sich gehört. Und dann habe ich drei Dinge gesagt. Ich habe gesagt, ich hatte Angst, nachdem ich als Fraktionsvorsitzender aufgehört habe, dass es um mich herum langweilig wird. Aber selbst wenn ich Weinritter von Oppenheim werde, sorgt die CDU dafür, dass es ungeheuer spannend ist. Und deshalb danke ich meinen Freunden von der CDU. Da hat sich der ganze Markt das Zweite, was ich gesagt habe, dass Herr Oppenheim die Linke kritisiert hat, ich gebe ihm da völlig recht, ich werde an allem arbeiten. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass die SPD wieder sozialdemokratisch wird, dann sind wir ja wirklich einen Schritt weiter. Da freut er sich wieder den Marktplatz. Und dann, Herr Gysi, willkommen Ihnen noch. Das Dritte, ja. Nein, das müssen Sie noch hören, dann bin ich fertig. Und das Dritte, was ich gesagt habe, ich werde ab jetzt in jeder Berliner Gaststätte nach Rheinhessen-Wein fragen. Und wenn die kein Rheinhessen-Wein habe, verlasse ich die Gaststätte sofort. Es sei denn, ich habe großen Hunger. So, da haben Sie sich auch gefreut. So, okay, jetzt zum Wohl. Zum Wohl nochmal hier. Zum Wohl. Zum Wohl, Christoph. Sir, Sie sind Magier, ne? Ja.
Warum gibt es so wenig Magierinnen? Ja, ich auch. Aber warum gibt es so wenig Magierinnen? Erklären Sie mir das mal. Ist ganz schwierig. Das ist so, wie ich es vorhin zu Beat schon gesagt habe, das sind so die einsamen Leute ohne Freunde. Und bei Mädels ist es, glaube ich, immer ein bisschen einfacher, Freunde zu finden. Sie meinen, Frauen finden leichter Freunde als Sie? Ja, bei Ihnen. Nein, das stimmt. Nee, im Ernst, es ist wirklich ein Phänomen, dass die Zauberei noch sehr von... Ja, verstehe ich auch gar nicht. Sie sind doch viel geschickter und sowas alles. Ja. Sieht doch besser aus, irgendwie. Also meistens. Also ich konnte nur so ganz einfache Tricks, die ich natürlich vor Kindern immer vorgeführt habe, aber die durften wirklich kein handwerkliches Geschick erfordern. Zum Beispiel hatte ich so eine wunderbare Münze und die war hohl. Das heißt, man konnte die eine in die andere machen. Aber wenn du sie umgedreht hast, waren das eben zwei Münzen. Und die Kinder staunten, dann habe ich gezeigt, zwei Münzen. So. Also deshalb mochte ich das immer. Zaubern hat was Schönes. Man weiß ja, dass es nicht stimmt und man weiß nicht, wie es geht. Ne? Ja, das wissen wir auch noch nicht. Oder ja, wir werden es auch nicht wissen. Es wäre auch schade, wenn wir wissen, oder? Es ist schade eigentlich, wenn Leute in meine Show kommen und dann rausgehen und so ein kleines kindliches Funken in den Augen haben, weil sie sich eben doch wieder mal richtig verblüfft und erstaunt zeigen konnten, dann ist es ein schöner Abend gewesen. So, jetzt hoffen wir auch auf einen schönen Abend. Man merkt, Gregor Gysi ist ja nicht nur ein wahnsinnig toller Rhetoriker, sondern er hat auch eine eigene Talkshow. Und wir ich habe keine Talkshow, ich mache eine Matinee-Veranstaltung. Eine Matinee, aber gut. Ja, da habe ich immer nur einen Gast. Und wissen Sie, was das erstaunlich ist? Ich frage ihn, ich bin ganz anders als sonst. Ja. Also ich erzähle dort nicht. Er spricht die ganze Zeit, ich stelle tatsächlich nur Fragen. Es ist ganz selten, dass ich mal was kommentiere, wenn er was gegen eine andere Person sagt, die ich ein bisschen verteidigen muss oder so, aber sonst nicht. Und die Leute sind wirklich erstaunt und es dauert 1,5 bis 2 Stunden. Wo wird denn jemand noch nach seinem Leben befragt, 1,5 bis 2 Stunden? Das gibt es weder im Fernsehen noch im Rundfunk. Und das ist immer ausverkauft, das ist schön. Schön. Aber hier Ihr Leben es, war zu kurz. Sie, genau, nein, Ihr Sie Leben war zu kurz. Also, Sie kann ich noch nicht einladen. wir versuchen. Da kriege ich ja keine 1,5 Stunden zusammen. Ja, das geht fast, nicht. Passt. Meine Frage, wo waren Sie, wo die Mauer fiel? 89. In der Nacht? Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Da war ich zu Hause und meine Lebenspartnerin, wir wohnten nicht zusammen, rief mich an und sagte, Gregor, die Mauer ist gefallen. Er hat gesagt, du, jetzt ist nachts um 2, es ist nicht die Zeit für Scherze. Er sagt, die ist kein Scherz, die ist wirklich gefallen. Also ich zum Fernseher, so, noch nicht so, sondern noch so. Ne? Und stellte fest, stimmt. Und dann sagte sie, können wir nicht jetzt zusammen rübergehen? Nun ist es so, für die meisten Bürgerinnen und Bürger der DDR war der Druck, rüberzugehen, gewaltig groß. Weil sie ja seit dem 13. August 1961 den Westen nicht sehen konnten. Und bei mir war es auch so, bis Januar 88. Und im Januar 88 konnte ich das erste Mal im Westen fahren. Dadurch war in mir der Druck nicht mehr so groß wie bei den anderen. Aber das Zweite war, dass ich auch nicht so gerne mit 100.000 zusammenlaufe. Aber das Dritte, das war das Entscheidende. Ich hatte am nächsten Tag eine Mordverhandlung. Also ich verteidigte den Angeklagten, dem Mord vorgeworfen wurde. Die Verhandlung beginnt um 8 und ich kenne doch deutsche Justiz. Sie glauben dann im Ernst, dass eine Verhandlung ausfällt, bloß weil ein Weltereignis stattfindet. Das können Sie vergessen. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich muss ja morgen fit sein. Ich muss ja da verhandeln. Und dann hat sie nochmal angerufen, habe ich das wieder gesagt. Und dann bin ich nicht mit... Ach so, und dann habe ich ihr noch den schönen Satz gesagt. Das ist übrigens der Anfang vom Ende der DDR. Darüber muss ich auch erstmal nachdenken. Und da sagte sie, das ist doch Quatsch, die Leute gehen Kaffee trinken und kommen wieder und dann ist es erledigt. Und dann hielt ich auf dem Parteitag eine Rede später und erklärte, wie ich mir eigentlich eine DDR vorstellte, also gänzlich anders. Und da kam sie zu mir und sagte, du hast doch damals schon gesagt, das ist der Anfang vom Ende der DDR, warum willst du das jetzt nicht wahrhaben? Hatte sie auch wieder recht. Ich wollte ja bloß mal zeigen, wie ich sie mir hätte vorstellen können. Aber es war zu spät. Aber Sie haben einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und zwar haben Sie einer Person gesagt, also höre mal, mir reicht schon mein Verein auf meinen Schultern. Du kannst nicht noch bei einem kleinen Advokaten die ganze Sowjetunion mit draufpacken. Das stimmt. Ja. Das war mein Telefongespräch mit Gorbatschow. Am roten Telefon. Ja. Und da war eine Uhrzeit vereinbart, nachdem ich zum Vorsitzenden der Partei gewählt worden war. Und wirklich, also man hätte die Greenwich-Uhr danach stellen können. Auf die Sekunde klingelte das, dass die da so preußisch sind, hätte ich gar nicht für möglich. Und dann redeten wir miteinander und dann sagte er,
Genosse Gysi, wenn du die SED zumachst, machst du die DDR zu, wenn du die DDR zumachst, machst du die Sowjetunion zu. Kaputt. Und da habe ich den Satz gesagt, ich gesagt, nee, lieber Genosse Gorbatschow, also auf meinen Schultern, auf den Schultern eines kleinen Berliner Advokaten reicht schon mein Verein, nicht nur die ganze Sowjetunion obendrauf, das ist mir zu viel. Das war das Einzige, was ich lachen musste während des Gesprächs. Und als ich 4 Wochen später, am 1. Februar bei ihm war, war schon wieder viel weiter. Und also das ging auch alles so rasant, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die Entwicklung sich vollzogen. Das war übrigens auch der Grund, ich habe gedacht, die Sowjetunion gibt die DDR nicht auf. Ich wusste zwar nicht wie, aber sie gibt sie nicht auf, während mein Vater weiter war. Der flog als Staatssekretär für Kirchenfragen im Juni 88 raus, weil er angeblich nicht mehr die Interessen der SED gegenüber den Kirchen, sondern die Interessen der Kirchen gegenüber der SED vertrete. Und da wollte ich ihn ein bisschen trösten, wie man so als Sohn macht, sag ich, ein Väterchen sei nicht so unglücklich. Guck mal, du bist ja auch im Alter, kannst jetzt von deiner Rente leben und so weiter. Und da sagt er, ach, ich bin gar nicht so unglücklich. Dann sage ich, warum nicht? Sagt er, in 2 Jahren müssen die alle gehen, dann bin ich schon weg. Und ich habe das nicht geglaubt. Und ein amerikanischer Journalist hat mir erzählt, dass er mit ihm im Park spazieren war und da hat er ihm dasselbe gesagt. Und hat es ihm auch begründet. Und er hat gesagt, der Gorbatschow macht die richtigen politischen Reformen, aber ihm fällt nichts für die Wirtschaft ein. Und die SED-Führung denkt ernsthaft, sich gegen Gorbatschow und damit die Sowjetunion stellen zu können und daran gehen sie zugrunde. Beides stimmte. Aber ich habe gedacht, die geben das nicht auf, aber dann haben sie es aufgegeben. War natürlich spannend. Mein Gott, war das eine politische Zeit. In der DDR bei der Wahl am 18. März 1990 sind über 95% zur Wahl gegangen. Das gibt es heute gar nicht mehr. In der Schweiz, fast. Fast in der Schweiz. Ja, die Schweiz ist ja also auch anders strukturiert. Ja. Also bei euch hing alles von Wilhelm Tell ab. Auf das Thema kommen wir später. Ja, über 200 Jahre keinen Krieg gehabt. Und zwar, weil ihr eine Neutralität hattet, außer zum Geld. Und deshalb haben euch alle immer gebraucht. Das ist ganz einfach. Ne? Thema schon. Ja, also. Ja, Sie sehen, wir sind da schon wieder in der Zeit. Vor allem ist noch für mich wichtig in der Recherche, also Sie waren wirklich der Erste, mit dem ich seit über 2 Monaten mich beschäftigt habe, in verschiedenen Recherchen. Und was haben Sie denn in 2 Monaten gemacht, wenn Sie sich mit keinem beschäftigt haben? Ja, zwischendurch mal, nicht immer, aber seit 2 Monaten. Naja, nicht wenigstens mit sich selbst werden Sie sich auch doch beschäftigt. Ja, haben. Das sowieso, das muss ich ja immer, wenn ich hier bin. Ja. Auf jeden Fall, in der Recherche, Sie haben ja mal geraucht. Ja. Ja. Und da in der, sehen Sie, und da haben wir noch ein Foto in der Recherche gesehen. Ja, das bin ja leider nicht ich. Wie? Also, nee, das, Moment. In der Recherche. Ihr seht, der eine sieht aus ein bisschen wie Litten und so. Das ist doch Kurt. Was ist das? Das ist doch Kurt. Entschuldigung, ich will eigentlich gar nicht stören, aber. Entschuldigung. Ich denke die ganze Zeit schon. Gregor, nee, ich sehe es doch gerade, das ist doch der Kurt. Bist du nicht der Kurt? Natürlich, guck mal, erkennst du mich? Ich ja. bin die Lotte. Ja, Lotte, für dich bin ich Kurt. Und ja. dann Wir beide, das Foto trage ich schon seit 1000 Jahren mit mir rum. Guck mal kurz, Icke, steh mal auf, wir beide, wa? Guck doch mal, wir beide. So. Soll ich dir mal sagen, was meine Oma dazu gesagt hat? Was denn? Die hat gesagt, mach dir nichts daraus, dass du klein bist, Hauptsache in der Mitte passt. Also mehr will ich gar nicht sagen, ne? Ja, und das stimmt auch, in der Mitte hat es immer gepasst. Ich sitze ja schon, wirklich, also bei mir ist ja die Mitte hier, oder? Ich weiß ja auch nicht, aber wissen Sie, ich sitze die ganze Zeit schon da oben, ja? Bin aus Berlin, heute gekommen in die Schweiz, ja? Wollte mir den Rheinfall angucken, so, und auf einmal sitze ich hier und denke, nee, das ist mein Glückstag. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, mit diesen, wenn ich Sachen sagen müsste, 3 Sachen, dann würde ich sagen, ich habe Kurt gesehen und ich habe wieder Kurt gesehen. Jetzt bin ich total baff, ey, du bist der Kurt, wir beten mit der Badewanne, weißt du noch? Er saß zuerst in der Badewanne, dann kam ich, dann war das Wasser leer, weißt du so?
Ey Gott, wir beide, ey Lotte und Icke, du und Icke, ich bin einfach aufgeregt, tut mir leid, ich will auch ja nicht den Raum so nehmen, weil ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ. Das finde ich wirklich komisch, dass ich vergessen habe, mit dir in einer Badewanne gewesen zu sein. Eigentlich hätte ich geglaubt, dass ich mir das bis ans Ende des Lebens merke. Gut, wir haben in der Badewanne auch immer gesungen. Ach so, ja, das ist ausgeschlossen bei mir. Und ich würde gerne dieses Lied, was wir beide immer gesungen haben, würde ich ja gerne mit dir, weil du bist ja so ein Künstler. Das kannst du vergessen, aber du kannst das vorsingen. Ich höre dir gerne zu. Ja. Du bist ja so ein Künstler, so ein Nobelpreis-Künstler, ne? Weißt du ja, ne? Okay. Ich habe einen anderen Text genommen, nicht von Bertolt, weil den fanden wir ja selber nicht so gut, aber gut. Also, Kurt, ich freue mich so, dass wir beide jetzt hier. Nachher gehen wir hier, ja? Also, vielleicht, aber ich will auch, tut mir leid, ich will das ja nicht aufhalten. Also, ist ja schön, dass eine Kapelle da ist. Los, komm, wir machen es einfach. Ich jetzt Nazen putzen. Ich Nazen putzen. In den Tatzentuch. Kennt ihr nicht mit dem Tatztuch? Ist da 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 da. 100 Jahre. In dem Tatztuch Nazen putzen. Heik mit dem Kurt in der Badewanne, mal wir beten mal. Nee. Und dann hier Nazen putzen. Ich rotzen. Ich rotzen. Du rot, das ist jetzt eine Strophe, ich hatte kein Geld wegen der Blut. Rot sind in den Tatzentuch, Latte putzen. Ey, da, ist, ich wollte nur mal ganz kurz. Pass auf, Kurt, ich gehe jetzt ins Bett und ich warte auf dich, ja? Ja. Lotte Lenja. Ja. Habt ihr einen erkannt? Kurt Weil war das, ne? Ja, Kurt Weil. Ja. Bertolt Brecht, drei Groschenoper. Hat mich erkannt. Tausend Jahre her. Kurt Weil war ja ein, aber schon verbrannt, die Ähnlichkeit. Ja, ja, klar, eine gewisse Ähnlichkeit. Es gab einen Mann in einer Kleinstadt in der Bundesrepublik, der sah mir wirklich sehr ähnlich. Und er sagte, seit 90 wäre ich hier nur noch Gysi genannt. Ja, ja, aber ich meine, Kurt Weil, ein Künstler, der sehr politisch war auch. Der hat und Musik gemacht zu den ganzen Brecht-Liedern und so weiter. Genau. Die waren schon toll, das muss man sagen. Ja. Und das ist ja auch für mich was Interessantes. 1990 hat sich ja für Brecht und so kein Mensch mehr interessiert. Man wusste auch nicht, ob das Berliner Ensemble überhaupt eine Chance hat. Und inzwischen lesen die Leute wieder Marx, also sie lieben wieder Brecht-Stücke. Es hat sich alles geändert. Und zwar, weil auch die Gewerkschaften und die SPD eins unterschätzt hat. Es gab immer einen sozialen Wettbewerb und der ist weggefallen. Den gibt es nicht mehr. Und deshalb werden die Verhältnisse immer unsozialer. Mhm. Deshalb gehen die Leute leider nach rechts. Naja, aber ich will ja heute nicht klagen, hat ja keinen Sinn. Nee, muss ich ja sonst den ganzen Tag machen. Oh. Mein Glas ist schon leer. Wir bleiben beim... Aber nicht übertreiben, bitte. Nicht übertreiben, ja? Nee, wir haben noch Wasser. Wir haben noch Wasser im Rheinfall. Sie waren ja heute am Rheinfall. Darf ich dir mal eine Geschichte erzählen? Du hast doch vorhin Honecker gezeigt, ne? Nee, das war nicht hier. Was hat der gesagt? Vorwärts, vorwärts immer, rückwärts immer. Richtig. Also, danke. Jetzt muss ich erzählen, der war in Moskau und ich sprach im Bundestag. Und die ganze erste Reihe rief immer, Sie bringen erstmal Honecker aus Moskau nach Moabit. Moabit ist die Untersuchungshaftanstalt in Berlin. Und so einmal lasse ich mir das ja gefallen, zweimal, dreimal. Und dann langte es mir. Und dann sagte ich, sagen Sie mal, meine Herren in der ersten Reihe, Sie kennen ja Erich Honecker alle persönlich. Ich bin ja ihm nie begegnet. Wie ist der eigentlich so? Da war was los im Bundestag. Ja, und das stimmte. Ob ich Honecker nehme, Lafontaine nehme, Lambsdorff nehme, selbst Kelly und so weiter, die Grünen, alle kannten Honecker. Der Einzige, der ihm nie begegnet war, war Icke. Und das hat die sehr geärgert. Sie haben recherchiert, wie verrückt. Aber ja, und so habe ich sie gerne geärgert und sie haben mich geärgert. Aber eins sage ich Ihnen auch.
wenn der Bundestag mich anständig behandelt hätte, wäre ich schon viel früher gegangen. Aber so bin ich, aber so bin ich ja preußisch stur. Ja, nee. Aufs Gleis. Aufs Gleis. Ja, wir müssen zuerst... Rückwärts, nimmer! Ja, sag ich doch. Ja. Der hatte sowieso so eine gute Rhetorik. Ne? Ja. War schwer auszuhalten. Aber Ulrich davor, der hatte eine Rhetorik. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, woher können Sie denn das alles stimmen? Ja, ich lebe ja seit 6 Jahren. Ja, quatschen Sie mal wie ich. Nee, so, das ist Sie, Berliner. Soll ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen? Ja, nee, das ist ja unbedingt. Ja oder nein? Ja klar, unbedingt, ja klar. Also es gab immer so ein Cartoon nach dem Bericht aus Bonn, als wir noch in Bonn saßen. Ja. Und da sollte der Walde, hieß er, Stefan Walde, immer die Stimmen nachmachen. Und ein Freund von ihm kam zu mir und sagte, krieg Gysi nicht hin, ob ich nicht den Text quatschen kann. War natürlich ein ganz blöder Text, aber ich habe es natürlich gemacht. Und dann hat der Chefjournalist zu ihm hinterher gesagt, aber den Gysi hast du gut hingekriegt. Ein bisschen schummeln muss sein im Leben. Genau. Also wir schummeln jetzt nicht, sondern wir kommen jetzt zum zweiten Mentalaufgabe für Christoph. Wir haben ja hier zwei versteckte... Ich weiß nicht, was es ist, also du bist ja hier der Mentor. Ja, also wir haben uns überlegt, wir haben zwei Vorhersagen für Sie, Herr Gysi. Ich würde Sie jetzt mal bitten, ganz stark, denken Sie vielleicht mal an eine Person, die extrem wichtig für Sie ist. Also die eine ganz, ganz wichtige... Ich habe schon ein Glas Wein getrunken. Ja, das ist... ich gar nicht mehr hin. Also ja, auf die Sie sich jederzeit verlassen würden und die Ihnen immer gute Ratschläge geben würde. An die denke ich jetzt, ja. Ja, gut. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir enthüllen mal meine erste Vorhersage. Darf ich? Ja. Stimme auf, das ist einfacher. Ja, so richtig? Ich habe gerade an jemand anders gedacht, nicht an mich. Tut mir leid. Das ist auch nicht mein Experiment, das ist Beats. Ich soll es jetzt mal. Also, Entschuldigung, ja. Also, aber das zweite, wir probieren es mal mit dem zweiten. Ja, das wir probieren es mal mit dem zweiten. Ich würde Sie mal bitten, überlegen Sie sich mal eine Person, mit der Sie gerne auf eine einsame Insel fahren würden. Also mit der Sie durchaus mal einen wunderschönen Tag am Strand verbringen wollen würden. Haben Sie jemanden im Kopf? Naja, es gibt ja zwei Varianten. Nee, es gibt nur eine Person. Nee, nur eine. Ja, wenn ich in 10 Jahren darüber nachdenke, außer Lotte, würde ich mit meinem besten Freund fahren. Wenn ich vorher darüber nachdenke, fiel mir eine Frau ein. Genau, oder diese Frau müssen Sie jetzt auf jeden Fall denken, Herr Gysi. Gut, darf ich? Also genau am Strand, mit wem will man gehen? Genau. So, ist doch schön, oder? Ist doch schön. Du musst jetzt mal knacken. Nee, später. Weil später knacken. Die Knacknuss kommt noch. Ach so. Später, ach so, ja, wir machen. Ach so, gut. Ja, gut. Das kommt Ihnen auch bekannt vor, nehme ich an, oder? Das auch, ja, klar. Ja. So, habe ich extra auch noch. Wissen Sie, als ich in dem Alter war, da nahmen wir das ja noch ernst. Bei meinem Sohn war das so, der nahm das FDJ-Mic zum Appell in der Schule und sobald der Appell vorüber war, hat das ausgezogen und in die Tasche geklatscht. Und so bekam ich es dann wieder zu Hause. Da ich alleinerziehend war und nicht bügeln konnte, war das eine schwierige Aufgabe. Ich kann heute noch nicht bügeln. Kann hier eine Dame bügeln und mir helfen? Ja. Ich kann sehr gut bügeln. Ja. Eine starke Prägung war Ihr Vater. Was finde ich? Ihr Vater war der. Was finde ich? Ich bin ja kein Moderator, ich bin ja nur Fragesteller. Ja, mein Vater war auf der einen Seite, wissen Sie, er war sehr charmant, er war sehr gebildet, er war sehr intelligent, er war sehr schnell, er war ein glänzender Rhetoriker. Und das hat mich insofern geschult, weil ich als Kind ja nur was sagen konnte, wenn mir wirklich was einfiel. Hm. Sonst hattest du gegen ihn ja gar keine Chance. Und das Besondere war, er war ja nie im ZK der SED, schon gar nicht im Politbüro, sondern hatte immer nur Staatsfunktion. Hm. Und eigentlich gab es Witze über Honecker,
über den Ministerpräsidenten Stoh, vielleicht noch über Erich Mielke und dann war eigentlich auch schon Schluss. Also über andere Personen gab es keine Witze. Eine Ausnahme war mein Vater. Und das habe ich auch nie verstanden. Also zum Beispiel gab es einen Witz, als er Botschafter der DDR in Rom war. Da ist er in einem offenen Wagen mit dem Papst durch Rom gefahren. Und die Frauen von Rom sagten, wer ist denn dieser Mann in Weiß neben Klaus Kiesi? Das war der Erste. Ja. Und der Zweite war, dass er rausflog als Botschafter, weil er den Papst nicht für den Kessel Bundes gewonnen hat. Der Kessel Bundes war die Unterhaltungsshow in der DDR. Und ich habe ihm den Witz erzählt und er kannte ihn noch nicht. Und habe gesagt, also du weißt ja, dass du rausfliegst, weil du den Papst nicht für den Kessel Bundes gewonnen hast. Und da reagierte er sofort und sagte, stimmt gar nicht, ich habe ihn gewonnen. Aber er wollte zwei Choräle singen und nur einen Schlager und die bestanden auf zwei Schlagern und nur einen Choral. Das war auch der Alte. Also, und was für mich aber interessant war, meine Mutter war, was mich betraf, immer sehr ehrgeizig. Und mein Vater, nee, also der hatte da ein viel normaleres Verhältnis, hatte immer die engere Bindung an meine Schwester. Die Schauspielerin ist auch. Ja, und 89 kam die Wende. Also meine Mutter hatte zwei Angewohnheiten. Das eine war, dass sie Postkarten an mich schrieb, nach Hause, an Herrn Rechtsanwalt Dr. Jur Gregor Gysi. Also ich meine, ja. Und wenn wir im Theater waren, dann kam Benno Besson, ein berühmter Regisseur, sagt sie, darf ich dir vorstellen, das ist mein Sohn, Herr Rechtsanwalt Dr. Gysi. Und dann habe ich gesagt, Mütterchen, wir schließen jetzt einen Vertrag. Wenn du mich vorstellst, heißt das, das ist mein Sohn. Punkt. Dahinter kommt nichts mehr. Ja, was interessiert die Leute? Ja, wenn er mich nach dem akademischen Grad fragt, werde ich es ihm sagen, sage ich. Aber bei dir ist Schluss bei Sohn. Und sonst gehe ich nicht mehr mit dir ins Theater. Ich musste wirklich schwer drohen. Und dann hat sie das auch eingehalten. Und im Dezember 89 ruft sie mich an und sagt, du trittst sofort wieder zurück als Parteivorsitzender. Sag ich, warum denn? Also, sie war ja sonst immer so ehrgeizig, was sie mich betraf. Sagte, ja, weil sie sich sonst erschießen. Bei ihrer Begründung. Und mein Vater war plötzlich wahnsinnig stolz auf mich. Der kam zu jeder Veranstaltung. Und also, das hat sich richtig gedreht. Auch witzig, wie das so im Leben läuft. Ne? Und man wird ja, das muss ich den jungen Leuten erklären, man wird dreimal im Leben erzogen. Das erste Mal von den Eltern, das kennt ihr, ist relativ anstrengend. Die zweite Phase, da wird man von der Lebenspartnerin oder der Partnerin oder dem Partner erzogen, das kann schon unangenehm werden. Und das Schlimmste ist die dritte Phase, da wird man von den eigenen Kindern erzogen. Also davor kann ich nur warnen, ja? Das erlebe ich jetzt, ja? Das erlebe ich jetzt, ja? Ja. Man konnte ja im Interview mit... Papa, das ist so peinlich, ja? Und so, ja, du kannst machen, was du willst. Das ist keine Chance. Ja, Sie sind ja dreifache Papa. Anna, George und... Ja, ich habe circa drei Kinder, ja. Ja. Und zweimal geschieden. Das ja, ich bin ein sehr guter Ehemann. Ich habe schon zwei Ehen geführt und bin zweimal geschieden worden. Das heißt? Kann auch gegen mich sprechen. Naja, es ist so, wenn du in der ersten Reihe der Politik bist, das war ein großer Fehler von mir, dann hat man zu wenig Zeit für Angehörige, für Freundinnen und Freunde. Und wenn du bei Freunden das vierte Mal Nein gesagt hast, weil du nicht kannst, rufen sie ein fünftes Mal nicht an. Und du kannst nicht nach 15 Jahren anrufen und sagen, jetzt ist alles wieder wie früher. Und ich habe ja gedacht, wenn ich als Fraktionsvorsitzender aufhöre, dass ich mehr Zeit habe. Das ist ein Irrtum. Und zwar aus vier Gründen. Der erste Grund ist, ich werde von Leuten eingeladen, die mich vorher nicht eingeladen haben. Also Sie zum Beispiel. Zweitens werde ich von den Leuten weiter eingeladen, die mich schon vorher eingeladen haben. Drittens denken beide, dass ich weniger eingeladen werde. Deshalb kriege ich doppelt so viel Einladung. Und viertens bin ich ein grottenschlechter Neinsager. Und das zusammen führt zu einer Katastrophe. Aber trotzdem interessant, ich bin entlastet. Und meine Kinder haben zu mir gesagt, weißt du, was jetzt schön ist? Du hörst anders zu. Das ist wichtig. Das nehme ich dann auch zur Kenntnis. Und zwar, weil ich ja für bestimmte Dinge nicht mehr zuständig bin. Und das ist wirklich angenehm. Da sage ich, ach, lass dir die Scheiße machen und so weiter. Ich meine, ich äußere mich natürlich politisch, das ist klar. Und es stört mich ungemein, welche Rechtsentwicklung wir in den USA, in Europa und auch in Deutschland und auch in der Schweiz erleben. Und ich mache mir eben viele Gedanken, was man dagegen tun könnte, weil ich will eigentlich diesen Nationalismus, das alles will ich nicht mehr. Und ich finde, diese jungen Leute, wie hier vorne,
die sind doch schon ganz anders aufgewachsen, internationaler, die sprechen gut Englisch, die erobern sich ganz Europa, das dürfen wir nur nicht wieder kaputt machen. Also nee, wirklich, das ist ja kein Recht. Kann ich Ihnen versichern, Sie sind meine Patenkinder. Sind Ihre Patenkinder? Ja. Mhm. Ah ja, als Patenkinder würde ich sie auch nehmen. Die Krawatte passt aber wirklich sehr gut. Na, die ist nicht schlecht. Ne? Nee, ist wirklich schön. Sie dürfen dann hier schade, eine auswählen. Nee, von, also die können Sie alle behalten. Aber nee, aber die habe ich extra mitgenommen von Leipzig. Das ist wirklich toll. Aber schade, dass ich die aber jetzt los bin. Das ist ja die, auch das Schmale. Ja. Das Schmale von mir. Sie gleich viel schlanker. Oh, oh. Ja. Ja, Sie wirken vorher schon so schlank, aber jetzt erst. Das tut gut. Mann, endlich saß mir einer. Also, auf jeden Fall. Stellen Sie mir noch 3 Fragen und dann bin ich betrunken. Nee. Wir haben noch ein bisschen was vor. Ja, also, ich höre gerade Herrn Giese so gerne zu. Achso, ja, ich auch. Ja, aber ich weiß nachher, das lassen wir. Ich meine, jetzt will ich mal bei 10 von dir. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir haben ja im zweiten Teil noch ein paar schöne Sachen, jetzt noch zum Abschluss vielleicht, vom ersten Teil, so fast Abschluss noch was Kleines. Ich wollte nur kurz erzählen, in den 50er und 60er Jahren hat sich die CIA sehr viel mit übersinnlichen Fähigkeiten beschäftigt. Und besonders gefallen fanden sie dabei an dem Phänomen des Remote Viewing, das Sehen mit den Augen eines anderen Menschen. Ist ja auch ganz praktisch, man klingt sich in die Köpfe des Feindes ein und kann dann mit dessen Augen die Feindeslinien ausspionieren. 20 Jahre später, um gut 20 Millionen Dollar, hat die CIA die Nachforschungen eingestellt. Die Trefferquote der Remote Viewer war einfach zu gering. Sie lag bei genau 0%. Heute sind wir natürlich viel weiter. Sogenannte Menschenleser behaupten, dass man anhand von Augenbewegungen erkennen kann, ob jemand die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Fakt ist, es gibt keine anerkannte Studie, die eine Korrelation zwischen Augenbewegungen und dem Wahrheitsgehalt einer Aussage tatsächlich bestätigt. Also, alles Lüge. Heißt es aber jetzt, dass man nicht Gedanken lesen kann? Und dazu möchte ich Ihnen kurz was zeigen. Herr Giese, darf ich Sie kurz zu mir nach vorne bitten? Um Gottes Willen, ich dachte, ja, eine ganze Übung. Ja, das machen wir dann im zweiten Teil. Aber Sie jetzt vielleicht noch ganz kurz. Ich muss übrigens hier merken, dass ich heute meine Jacke verwechselt habe. Die passt ja. Sehen Sie, das ist Ihnen gar nicht aufgefallen. Ich meine, das Haus. Doch, das ist mir aufgefallen. Aber meine Sachen passen. Ich bin ja auch nicht in Politik, ne? Ja. Folgendes, man kann ja nicht irgendwie durchsehen, ne? Also es sind keine transparenten Karten oder sowas, die sind wunderbar. Ich gebe Ihnen mal einen in die Hand. Ich darf Sie mal bitten, ich drehe mich jetzt gleich weg von Ihnen, malen Sie mal auf, hier drauf, auf die Karte, eine einfache geometrische Figur. Also sowas, Moment, noch nicht, sowas wie ein Kreis oder ein Viereck, irgendwas in der Art. Malen Sie es aber relativ groß, weil ich würde Sie noch bitten, was reinzuschreiben. Machen Sie es so, dass keiner sehen kann, Wert vielleicht auch nicht, nicht, dass da irgendwelche... Ja, ja. Ja? Ich habe jetzt das Achteck schon gemalt. Natürlich nicht wirklich. Jetzt darf ich Sie noch bitten, schreiben Sie in das Achteck, schreiben Sie da einfach eine Zahl oder einen Buchstaben rein. Was für nicht? Eine Zahl oder einen Buchstaben, ganz egal, wie Sie wollen. Mhm. Okay? Mhm. Haben Sie das? Okay, halten Sie die Karte nach unten, also mit der Bildfläche nach unten, dass ich es wirklich auch nicht sehen kann, weil ich komme jetzt wieder zu Ihnen. Ja? Und stecken Sie die Karte einfach Bild unten natürlich hier irgendwo rein. Wo Sie wollen. Wunderbar. Ich gebe Ihnen die Karten auch mal zum Mischen. Mischen Sie mal kräftig durch, am besten immer Bild unten, dass ich wirklich auch nicht sehen kann und kein anderer weiß, welche Karte es ist. Darf ich mir die auch alle mal von unten angucken? Das dürfen Sie gerne, wenn Sie wollen, aber... Man muss ja ein bisschen die Tricks rauskriegen, ne? So, jetzt mischen Sie nochmal durch. Ja, habe ich durchgemischt. Wunderbar, Sie sind also mit Ihrer Mischung zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Wunderbar. Dann machen wir jetzt Folgendes, Herr Giese. Ja? Ich darf Sie jetzt gleich bitten, immer einzeln die Karten so nach vorne zu halten. Nie nach oben, immer so nach vorne. Ganz, ganz wichtig ist auch, nehmen Sie immer bitte nur eine Karte, nie zwei auf einmal. Okay? Halten Sie es so nach unten, dass keiner sehen kann. Ja. Ich hole mal schnell hier ein Glas. Und halten Sie mal die erste Karte bitte nach vorne. Okay. Nee, lassen Sie die fallen, die ist es nicht. Einfach fallen lassen. Die soll ich fallen lassen. Die nächste Karte.
Nein. Lass das vorne halten. Nein, lass das. Dieses kann auch nicht. Sehen. Dieses auch nicht. Lass es fallen. Wunderbar. Halten Sie den nächsten nach vorne. Oh, jetzt ist es schwer. Moment, nicht fallen lassen. Nee, dieses auch nicht. Wir schummelten hier mit ihm zusammen. Nein, ist auch nicht. Lass es fallen. Nehmen Sie den nächsten, halten Sie nach vorne. Ja, stopp. Da geht sie. Jetzt nehmen Sie bitte die Karten in Ihrer anderen Hand und lassen, halten die Karte in der Hand und lassen alle anderen Karten fallen. Okay, jetzt nehmen Sie die Karten mal so zwischen Ihre Handfläche bitte und schauen mal nach, ob das die Karte ist, die Sie bemalt haben. Ist ja. es? Ja. Das gibt's doch nicht. Moment. Lotte, Ruhe bitte. Das soll aber jetzt noch nicht alles sein, Herr Gysi. Konzentrieren Sie sich mal bitte auf das Bild, das Sie gemalt haben. Ja. Auf die geometrische Figur. Projizieren Sie es hier auf eine Leinwand. Das wäre hier eine Leinwand. Ja. Okay, erst die geometrische Figur. Okay, ich lege mich mal fest. Okay, und jetzt mal an die Zahl, dann nee, es war ein Buchstabe. Es war ein Buchstabe. Okay, auch hier lege ich mich fest. Herr Gysi, zum ersten Mal laut und deutlich. Was haben Sie für eine geometrische Figur gemalt? Ein Dreieck. Ein Dreieck. Und was war in dem Dreieck drin? Ein Z. Ein Z wie Zeppelin? Ja. Schauen Sie mal nach, was ich gezeigt habe. Na, ist der nicht großartig einfach? Ja. Mein Strich fehlt. Der Strich fehlt, ja. An den haben Sie aber, an den haben Sie aber auch nicht gedacht. Das ist eine tolle Antwort. So, haben wir da eigentlich den Einspieler mit dem Zeit? Nee, ist ja gleich. Also wir kommen zum... Wir haben immer am Schluss vor der Pause eine Nachwuchskünstlerin, die Sie ja vorher schon... Was, vor der Pause? Ja, gesehen haben. Ja, die Pause wäre jetzt um 21.10 Uhr gewesen. Jetzt sind wir ein bisschen hinten dran. Aber ja. Wir haben noch eine Nachwuchskünstlerin. Und herzlichen Dank an Esther Herrmann, die heute Abend auch hier ist, von der Musikschule. Darf ich begrüßen mit einem Applaus. Sie war schon da einmal mit einer Kollegin. Heute ist sie alleine da. Lilian Haug. Dann war mal klar.
Nee, genau. Jetzt kommt der Skype. Das ist der Romy Arndt von NTV. Vielleicht ist sie noch da. Ich weiß nicht, ob es. Ich habe gesagt, Viertel nach neun. Hallo? Ah, Romy. Hallo, Romy. Hallo. Siehst du mich? Ja. Erkennst du mich? Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Und jetzt kann ich sogar letztes Mal. Ja, schau mal, ich habe so viel Kabel bekommen. Und die Leute kann man ein bisschen hell machen hier. Ja. Hier haben wir. Wink mal. Ich sehe alles. Hallo. Hallo. Winke, und alle nette Schweizer. Ja. Wo bist du zurzeit? Wo bist du? In Büchau, bei Leipzig. In Büchau, ah, okay. Liebe Grüße an Micha. So. Das sage ich richtig aus. Hier ist Lotte. Lotte, die Freundin von Kurt. Kurt ist hier. Hallo? Hallo Kurt, Moment schon. Kurt ist da. Ah. Siehst du? Kannst du mal schauen? Ich sehe Herrn Gysi. Ja. Ach so, ja, genau. Das könnte sein, ja. Das ist Kurt. Und nachher ist der Christoph Kuch, der Mentalmagier, hier. David. Jetzt hast du, Herr Kuch. So, Sie sind sich schon mal begegnet? Oft. Prima, also dann die Frage. Dann die Frage oder die Bemerkung, liebe Romy. Hallo, Beat. Ja, jetzt kannst du die Frage oder die Bemerkung stellen. Hörst du mich, ja? Ja, ich höre dich. Prima. Ja, Herr Gysi, zuerst mal eine Frage an Sie. Hallo. Wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen, haben schon mal miteinander geschaltet bei NTV. Ich erinnere mich an einen Auftritt von Ihnen auf einem Kongress in Berlin. Ich habe moderiert, Sie haben einen Vortrag gehalten und mir ist aufgefallen, was Sie für ein höflicher, freundlicher, angenehmer Gesprächspartner sind. Und nach Ihnen, eine halbe Stunde später, trat dann ein anderer Spitzenpolitiker auf, ein Schwergewicht der deutschen Politik, im nicht ganz linken Spektrum. Und da habe ich dann das Kontrastprogramm dazu erleben dürfen. Ich wollte Sie fragen, welchen Stellenwert hat für Sie Anstand und Respekt in der Politik? Ist eine Rarität in der Politik, aber ich mag beides. Also, wissen Sie, man ist erst dann ein Demokrat, wenn man begreift, dass es unterschiedliche Interessen gibt, die auch unterschiedlich vertreten sein müssen. Das heißt, es gibt real konservative Interessen, die ich nicht vertrete, sondern die CDU vertritt. Deshalb will ich keinen Bundestag ohne CDU haben. Ich meine, könnte wesentlich kleiner sein und doch, das ist eine andere Frage, aber nicht ohne. Und viele in der CDU haben das noch nicht begriffen, die freuten sich, wenn es einen Bundestag ohne Linke gibt, weil sie nicht erkennen, dass wir andere Interessen vertreten als sie. Und erst wenn ich das begreife, wissen Sie, die meisten wünschen sich ja, dass die eigene Partei 90% der Stimmen hat. Ich fürchte das. Das will ich nicht. Ich will, dass die unterschiedlichen Interessen, die es in jeder Gesellschaft gibt, auch unterschiedlich vertreten sind. Und erst wenn man das richtig begriffen hat, und die meisten haben es nicht begriffen, ist man wirklich ein Demokrat. Es gibt einen schönen Spruch eines britischen Journalisten, Schlusssatz, der hat gesagt, es ist erstaunlich, wie gut die deutsche Demokratie funktioniert. Und das ist deshalb so erstaunlich, weil es so wenig Demokraten gibt. Das stimmt, der hat recht. Ich habe kein Wort verstanden, Sie müssen nochmal von vorne anfangen. Bitte? Ich habe kein Wort verstanden, Sie müssen nochmal von vorne anfangen. Die Ostdeutschen machen im Moment ziemlich viel Schlagzeilen mit Fremdenfeindlichkeit. Das betrübt Sie sicherlich genauso wie mich. Und was meinen Sie, hat da die internationale Solidarität, die ja in der DDR immer gepriesen wurde und zu der wir erzogen wurden früher, weil es sind ja auch viele ältere Ostdeutsche, die so fremdenfeindlich eingestellt sind, hat da diese Erziehung zur internationalen Solidarität überhaupt keine Früchte getragen? Wie sehen Sie das? Also die Erziehung zur internationalen Solidarität war immer abstrakter Natur. Wir haben eine Mark oder zwei Mark gespendet für die dritte Welt, ohne sie je sehen zu können. Das ist, als ob du was für die Menschen auf dem Mond tust, die du nicht siehst. Es gibt mehrere Gründe dafür. Ich mache es ganz kurz. Der erste Grund ist, die Ostdeutschen haben andere Ängste, weil sie wirklich soziale Verwerfung erlebt haben.
und zwar 1990. Du wurdest mit 45 oder 50 arbeitslos und hast bis zur Rente nie wieder einen Job bekommen. Sowas kennt man in den alten Bundesländern nicht. Also solche sozialen Verwerfungen hat man dort nicht erlebt. Deshalb ist ihre Angst viel größer. Das Zweite ist, dass sie andere Kulturen und andere Religionen kaum kennen, weil sie aus einer geschlossenen Gesellschaft kommen. Und weil sie das nicht kennen, ist es ihnen fremd und das sind abstrakte Ängste. Ich habe eins festgestellt, dort wo es Menschen muslimischen Glaubens gibt, wird kaum rechtsextrem oder rechtspopulistisch gewählt. Aber dort, wo es sie nicht gibt, existieren abstrakte Ängste und ich werfe mir und anderen vor, dass wir viel zu wenig getan haben, um abstrakte Ängste abzubauen. Das Dritte ist, dass sie aus einer geschlossenen Gesellschaft kommen. Das darf man nicht vergessen. Sie sollten plötzlich Deutsche werden, dann sollten sie Europäerinnen und Europäer werden, jetzt sollen sie noch Weltbürgerinnen und Weltbürger werden. Das überfordert viele. Meine Hoffnung ist die Jugend. Die Jugend wächst viel internationaler auf, auch im Osten. Die reisen durch ganz Europa, das ist ihr Kontinent. Auf die Jugend müssen wir setzen und wir Alten müssen uns ein bisschen beherrschen. Es wird höchste Zeit. Danke. Eine Frage noch an Christoph Kuh. Sie können ja so in die Köpfe der Menschen reingucken, ne? Ja. Heute Nacht ist in den USA das große TV-Duell Clinton gegen Trump. Was sagen Sie, wen wählen am Ende die Amerikaner? Ich will wissen, dass er, der soll mir jetzt sagen, was die Clinton denkt und was der Mann denkt. Also ich muss sagen, ich hab ja in den USA gelebt und ich bin sehr erstaunt darüber, wie dieser Wahlkampf in den USA, wie das zu einem Feuerwerk an Medienspektakel wird und der mehr Geld hat, der wird dann auch irgendwann wahrscheinlich die Wahl gewinnen. Ich hoffe, diesmal ist es jedoch nicht so. Ich muss sagen, das zu sagen ist schwierig und ich bin ein ganz großer Kritiker dieser Menschen, die eben behaupten, dass damals zum Beispiel Clinton-Lewinsky-Affäre, dass sich Clinton dreimal in die Nase gefasst hat und damit war klar, dass er lügt. Das ist absoluter Quatsch und absoluter Humbug. Insofern wage ich mich, also ich habe eine Hoffnung, die wir wahrscheinlich alle in Europa haben, aber da eine Vorhersage zu treffen, würde ich mir nicht anmaßen. Darf ich Ihnen was dazu erzählen? Genau, wissen Sie es noch nicht. 1991 war ich in den USA und da habe ich Sanders getroffen. Der hat ja sogar Humor. Der war zwar noch nicht im Senat, sondern im Kongress. Und dann sagt er zu mir, Mensch, jetzt sind wir hier im Kongress schon zwei demokratische Sozialisten. Dann sage ich, ich bin ja nicht Mitglied. Nö, sagt er, aber im Gebäude. Und ob er wirklich ein demokratischer Sozialist ist, da kann ich ein Fragezeichen machen. Ist aber auch nicht wichtig. Ich will Ihnen Folgendes sagen. Wir müssen beides sehen. Wenn jemand gesagt hat, er ist demokratischer Sozialist und von Revolution gesprochen hat in den USA, hat er nicht mal so einen Saal gefüllt. Keine Chance. Jetzt füllt der Stadien. Das ist nämlich die zweite Hälfte. Die eine Hälfte will Trump, weil Trump strahlt aus, ich mache das für euch. Ihr habt nichts mehr zu tun, ich bin erfolgreich, ich kümmere mich darum und dann geht es euch allen gut. Das ist die Sehnsucht der einen Hälfte und die andere Hälfte will eine andere USA, das ist Sanders. Und der Kompromiss ist Clinton, von der keiner begeistert ist, aber sie ist mir natürlich immer noch lieber als Trump. Aber Sanders wäre mir viel lieber, wollte ich nur sagen. Ja. Ist angekommen. Kurze Frage noch an Herrn Kuh. Ja. Ich habe mit Enttäuschung gelesen, dass Sie sagen, Ihre Arbeit oder Ihre Zauberei, Ihr Magiertum hat nichts mit Übersinnlichem zu tun. Ja. Glauben Sie denn gar kein bisschen an Wunder? Doch, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich glaube natürlich an Wunder. Es geschehen meiner Meinung nach jeden Tag Wunder. Aber ich glaube nicht an Leute, die einem verkaufen wollen, dass sie Wunder für einen geschehen lassen können. Und das ist der feine Unterschied. Also an Scharlatane, Medien und sonstige Leute, die ihnen das Blaue vom Himmel versprechen, daran kann und will ich nicht glauben. Und ich muss auch immer sagen, weil Leute mich immer fragen, ja, aber ich habe den Handleser getroffen oder das Medium getroffen und der kann das wirklich. Also ich habe in meinen Recherchen sehr, sehr viele Menschen getroffen, war bei sehr, sehr vielen Medien und Handlesern inkognito. Und ich habe leider keinen getroffen, der mit anderen Methoden arbeitet wie ich. Nur ich sage, dass ich betrüge und das ganz offen und ohne Geld dafür zu verlangen. Vielleicht das Ticket für die Show, aber nicht für Lebensberatung. Aber das Wunder ist doch, dass wir... Danke. Ja, ich
Zum Beispiel, dass ich ihn heute kennenlernen durfte, ist doch ein Wunder genau. für mich. Für mich dass auch. Dass er mich kennenlernen durfte, ist erst recht ein Wunder. Und dass ich hier dabei sein durfte, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja, ja, das ist erstmal ein Wunder. Ja. Das ist schon wert. Rubi, also, wir verabschieden. Tschüss. 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 Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss nach Leipzig. Herzlichen Dank und bis bald, ja, wieder in Leipzig. Bis bald. Herzlich. Tschüss. Ciao und tschüss. So. Jetzt, wenn wir beim Fragen sind. Ja, immer noch. Tschüss, ciao, tschüss, ciao, ciao, tschüss. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. So, jetzt, wenn wir beim Fragen sind, aber. Den Thomas Dickmann von Tonroth haben Sie ja kurz kennengelernt. Das ist ein neues Abstimmungssystem. Das haben wir ja immer hier, auch für die Show, damit wir klare Meinung haben. Voten statt Quoten. Und jetzt darf ich Thomas Dickmann auf die Bühne bitten und er erklärt jetzt Ihnen, wie es weitergeht. Thomas Dickmann, herzlichen Dank. Auch aus Leipzig. Herr Dr. Giese, ich darf Ihnen schon mal dieses Tablet übergeben. Ja, wunderbar. Heute dürfen Sie nicht abstimmen über den Zettel, sondern über die modernen Medien. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben Sie befragt. Es haben 80 Leute teilgenommen, 80 Stimmen wurden abgegeben, mal 5 Fragen. Und diese 5 Fragen sollen Sie jetzt bitte in seiner Manier herausfinden, genau. was das Publikum denkt. Moment. Und zwar durchschnittlich ja. denkt. Genau, Moment. Die erste Frage. Moment schnell, Herr Giese, Sie müssen hier. Also jetzt muss ich da, das ist die erste Frage. So. So, voilà. Ja, Knackungsfragen, ja, das ist da die Idee von Merkel. Das ist ja dieselbe Frage, die hier steht. Ich muss das ja nicht zweimal lesen. Nee, nee, Sie können einmal lesen, aber ich knack jetzt hier die Frage. Das war Magie, Herr Giese. Ja, das wäre eigentlich vom Ablauf her... Also die Frage lautet, darf ich die Frage vorlesen? Ja. Sollte es ein einheitliches europäisches Bildungssystem geben? Und jetzt, das ja, jetzt ist die Aufgabe. Ein Urenkel von Wilhelm Tell. Nein, ja. Ja. Sie dürfen jetzt insofern abstimmen, dass Sie diesen Schieberegler bewegen, genau wie das Publikum das auch gemacht hat. Der rote Bereich ist Nein und der grüne Bereich ist Ja. Und Sie können jetzt also Ihre Stimme gewichten, aber nicht Ihre Stimme, sondern Sie sollen aus dem Blickwinkel des Publikums stimmen. Wie hat die Allgemeinheit? Wir werden das Ergebnis der Abstimmung werden wir gleich präsentieren und dann, ob Ihre Einschätzung mit dem Publikum übereinstimmt. Hm? Gut, Sie drücken bitte auf Weiter und dann kommt genau. jetzt weiter. Die zweite Frage ist hier. Ob das übereinstimmt, ja. So. Halt. Ah. Moment. Hier. Nee, ja. Das ist gut, ja. So. Hier. Sollte Marihuana legalisiert werden? Das ist doch haschig, ne? Nee, das war ja. Ist das härter? Oder ist das auch leichter? Jo, ist das härter? Marihuana? Nee, nee. Meines Wissens wird das aus Hopfen hergestellt. Was? Alles klar. Habe ich schon entschieden. Wie das Publikum. Wow. Wow. Ah, hier. Die Frage müssen nicht aus dem Mund spucken. Angie, Angie. So, steht das auch überein hier? So. Ja, sollte es in ganz Europa Volksabstimmung zu Gesetzesvorlagen geben, gemäß Schweizer Vorbild? Naja, da gehe ich immer ganz hoch. Dann Nummer 4. Boah. Super, schau mal, jetzt kommt es. Jetzt wird es immer besser. Die Merkel spuckt die Frage aus, das ist unglaublich. Danke, Angie. So. Wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll? Man kann sich immer so schlecht von seiner eigenen Auffassung trennen. Ne? Ja, es ist, was denkt das Publikum? Oh. So. Das ist super. Jetzt machen wir wieder. Ja, muss ich mal fragen. Bei Rot. Hier. Was ist mehr Nein, wenn ich weiter unten bleibe oder genau. eher hochgehe? 0% ist absolute Ablehnung. Aha. Was ist die Frage? Ist der Kommunismus eine Alternative zur aktuellen EU-Politik? Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Hier zeigen wir noch ein Bild. Schauen Sie mal, Herr Giese, wir haben Sie hier noch. Hast du es drauf? Moment, da war.
Der Bernie sitzt hinterm, was steht da? Unten, das Bild. So, jetzt Karl Marx auf dem zweiten Kongress des Bundes der Kommunisten 1817 in London. Wo sind Sie, Herr Giese? Sagen Sie mal, wo sitzen Sie? Da hinten, ganz hinten. Der letzte links oben. Links oben? Ja. Nicht oben, da hinten. Da hinten oben. Der sitzt in der Ecke. Den sieht man gar nicht. Verstehen Sie? Ach so. Bin schwer zu erkennen. Ja. Schwer erkennbar. Und was haben Sie dem Marx dann zugerufen? Ich habe gesagt, du wirst missbraucht werden, glaub es mir. Aber ja, nicht, das nicht wahr. Nee, also nicht, was Sie sich zugerufen haben, was Sie dem Marx zugerufen haben. Das habe ich auch gerufen. Okay. Aber gut, Entschuldigung, weiter. Dann schauen wir mal auf das Ergebnis. Wir haben, ich muss es aktualisieren, ich denke gerade, das ist doch nicht ganz frisch. Jetzt kommt das aktuelle Endergebnis aus der Zuschauerbefragung. Dort haben wir 38 Ja-Stimmen bei der ersten Frage, sollte es ein einheitliches europäisches Bildungssystem geben. Und 38% haben sich für Nein entschieden. Eine Person hat sich enthalten. Christoph, hast du das gedacht? Hast du das geahnt? Ich habe mich enthalten. Damit ist klar, wer es gewesen ist. Und der Herr Dr. Gysi hat auch abgestimmt. Das Ergebnis sehen wir jetzt hier. Und er hat 2 Stimmen abgegeben bei der ersten Frage. Das ist klasse. Immer 2 Stimmen. So, bei der zweiten Frage haben wir dann, da hat das Publikum gewählt, 49% sind für Marihuana-Legalisierung. Das dürfen wir gar nicht weiter sagen, das bitte schneiden jetzt. Nee, 62%. 62%, 49 Leute, 26 dagegen und 4 haben sich enthalten. Und dann schauen wir mal, was die beiden Gysis gewählt haben. Nein, das ist wieder nur einer. Dort haben wir... Ich darf nicht kommentieren, ich liefere ja nur die Technik. Ich habe eine andere Prozentzahl gehabt. Ja, genau. Sie haben vermutet, dass die Bevölkerung komplett denkt, legalisieren. Nee, komplett habe ich nicht entschieden. So um die 60%. Von 63. Ja. Ah, okay. Alles klar. Ja, das sehen wir stimmt nicht. Ja. So, dann schauen wir hier genau rein. Richtig, das ist nämlich das Ergebnis. Und hier sind die Prozentzahlen. Ja. Genau. Dann schauen wir auch nochmal bei der Bevölkerung. Und bei der Bevölkerung haben wir einen durchschnittlichen Satz von... Bisschen hoch. Nein, das ist ja Deckungsgleichheit, 62%. Das ist auch ein Applaus wert. Wir gehen zur dritten Frage. Die dritte Frage heißt, sollte es in ganz Europa Volksabstimmungen geben? Hier sind also 65 dafür. Wir gucken uns auch da das genaue Ergebnis an der emotionalen Zustimmung und haben hier 74%. Und das sehen wir bei Dr. Gysi bei der nächsten Frage. Und da haben wir eine Zustimmungsquote von 97%. Okay. Ja, ich dachte, Sie lieben Ihre Volksentscheide. Ja, ja, da scheint noch was anderes zu sein und wir können doch mal in Deutschland drüber nachdenken. So, wir kommen zur nächsten Frage. Die Frage 4. Dort sind 54% gestimmt worden in der emotionalen Zustimmung. Bei der Frage, wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll? Und bei Ihnen sind es geschätzte... 39%. Also ja, ihr habt die... Weil ich den ja falsch finde. Ja, genau. Ja. Wir wollten ja wissen, ne, was... Ja, ist mir schon klar. Aber ich komme doch über meine Seele nicht hinweg. Ja. Ja, wir gestehen Ihnen das gerne zu. Und die letzte Frage ist dann, ist der Kommunismus eine Alternative? Wohl die spannendste Frage. 31% durchschnittliche emotionale Zustimmung bei der Bevölkerung. Und jetzt sind wir gespannt... Ach, Prozent. Ich übergebe an dich, kommentieren ist irgendeiner. Ja, nee, ich kommentiere nicht, der Gysi darf kommentieren. Ich habe das Publikum eingeschätzt. Ja. Ich dachte, hier sitzen nur 8% Kommunistinnen und Kommunisten. Aber wenn wir jetzt bei der EU-Politik sind, man könnte ja mit Ihnen über Tage hinweg diskutieren, das ist auch... Es tut mir leid, dass wir auch irgendwann mal ein Ende führen müssen, aber eine Frage hätte ich wirklich noch, beziehungsweise der
Gedanke der EU seit der Griechenland-Krise, dem Brexit und dieser Flüchtlingsvölkerwanderung. Ist die EU am Bröckeln? Das war ja, ja, die EU ist am Bröckeln, wobei der Brexit schon schlimm ist, aber noch nicht die Katastrophe. Das hat mehrere Gründe. Die Spanier und Portugiesen haben begriffen, dass sie keine Weltmacht mehr sind. Die Briten haben das noch nicht begriffen. Und sie wissen auch nicht, ob ihnen die USA näher liegen als Europa. Trotzdem ist auch interessant, dass die jungen Leute mehrheitlich für den Verbleib waren und die älteren Leute mehrheitlich dagegen waren. Aber von den jungen Leuten sind auch viele nicht zur Abstimmung gegangen. Darf man auch nicht vergessen. Aber es kann eine Sache passieren, dass Frau Le Pen in Frankreich Präsidentin der Französischen Republik wird und dann tritt sie aus der EU aus und dann ist die EU mausetot. Das Problem daran ist, nicht die Schweiz. Die Schweiz war immer ein Sonderfall und es muss immer auch Sonderfälle und Ausnahmen geben. Aber das Problem daran ist folgendes. Die Europäische Union ist undemokratisch, unsozial, ökologisch nicht nachhaltig, intransparent, TTIP sage ich nur, und bürokratisch. Trotzdem müssen wir sie retten, weil sie hat vier Seiten. Das eine sind die jungen Leute, die ein anderes Europa kennengelernt haben als wir Älteren und wir dürfen ihnen dieses Europa nicht wegnehmen. Das zweite ist, dass wir ökonomisch als alte Nationalstaaten gar nicht mithalten können. Weder gegen die USA, noch gegen China, noch gegen Japan. Das dritte ist, die alten Nationalstaaten haben auch keine Chance, weltpolitisch zu agieren. Weder im Nahen Osten noch sonst wo. Und das vierte, das Entscheidende ist eben, dass die Europäische Union dafür gesorgt hat, dass es keine Kriege mehr zwischen ihren Mitgliedsländern gibt. Und ich sage Ihnen, wenn die EU kaputt geht und wir die alten Nationalstaaten wiederbekommen, entstehen auch wieder die alten Konflikte und ich weiß nicht, an welcher Stelle, wann und wo kommt es wieder zu Kriegen. Und deshalb ist es so schwer. Die AfD meckert auch über die EU und sagt dann weg damit. Ich meckere über die EU und sage dann retten. Das ist komplizierter, weil es Gründe gibt, weshalb wir die Europäische Union gerade in Europa dringend benötigen. Aber die Schweiz muss nicht beitreten. Die Schweiz ist der Sonderfall. Und es muss immer Sonderfälle geben. Meine Urgroßeltern haben in Schottland geheiratet. Dieser berühmten Ausnahmestelle, da gibt es einen Schmied, der hat vom König mal das Recht geerbt, Ehen zu schließen. Weltweit anerkannt, selbst im Familiengesetzbuch der DDR stand drin, dass diese Eheschließung gelten. Und zwar dürfen dort Mädchen ab 12 heiraten, Jungs ab 14. Aber das Schwerwiegendste ist, dass die Eltern das verbieten oder sonst was, unterschiedliche Glaubensrichtungen, es passt alles nicht. Dann musst du nach Schottland fahren, da gibt es einen Schmied. Was mir an der Menschheit gefällt, ist, sie macht immer irgendeine Ausnahme. Und in Europa ist Schweiz die Ausnahme. Und eine Ausnahme brauchen wir. Wir haben noch eine Frage aus dem Bundesland Sachsen. Die steht jetzt hier, der Staatsminister Dublik. Lieber Gregor Gysi, eine große Sorge treibt mich um. Man muss doch nur schauen, was in den letzten Jahren sich in Europa entwickelt hat. Die Zunahme von nationalistischen Tendenzen, die Zunahme von rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien. In Deutschland feiert Pegida, in Deutschland feiert AfD. Und wir? Wenn man sich auch in Europa anschaut, wie inzwischen diejenigen wählen, deren Vertreter wir als progressive Kräfte sind, dann sieht man, dass der Zulauf der rechten Kräften genau aus diesem Spektrum kommt. Und deshalb meine große grundlegende Frage. Welche Antworten müssen wir als progressive Kräfte geben, um die Gerechtigkeitsfragen der Zukunft wieder durch uns beantwortet werden zu lassen, als durch rechte Kräfte? Tja, das Erste ist, dass die rechten Kräfte in Deutschland überhaupt nicht sozial sind. Die sind asozial. Also zum Beispiel die AfD schlägt vor, den einheitlichen Einkommenssteuersatz für die Lidl-Kassiererin und den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. Das hat noch nicht mal die FDP hier vorgeschlagen. Dass du einen einheitlichen Prozentsatz hast, ja, den muss die Lidl-Kassiererin bezahlen und der Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Bank keine Steigerung. Sie wollen null Vermögenssteuer, sie wollen keine Erbschaftssteuer, das weiß bloß keiner, weil sie im Fernsehen immer nur nach Flüchtlingen gefragt werden. Ich würde sie gerne mal nach Steuerpolitik, nach Wirtschaftspolitik, nach Sozialpolitik befragen, aber das passiert nicht. Er hat aber recht,
gerade die ärmeren Teile nicht nur, gibt auch andere Schichten in der Bevölkerung, die AfD wählen oder rechtsextremistisch wählen, aber auch die ärmeren Teile. Und das liegt daran, dass sie sich abgehängt fühlen. Und dass sie den Eindruck haben, ob sie nur SPD wählen oder Linke wählen oder CDU wählen oder Grüne wählen oder FDP wählen, es ändert sich für sie nichts. Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa. Der ist größer als in Griechenland. Wir haben in einem Umfang prekäre Beschäftigung, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Leiharbeit, befristete Tätigkeit, erzwungene Teilzeitarbeit etc. Und das ist alles eingeführt worden von SPD und Grünen. Das darf man noch nicht vergessen. Worauf sollen die Leute jetzt noch setzen? Und jetzt wählen sie ja nicht wegen der inneren Strukturen der AfD. Der ist auch egal, ob die sich streiten. Sie wählen die AfD, weil sie wissen, dass uns das alle ärgert und nervös macht. Von der CSU bis zur Linken. Wir reagieren alle gleich. Und das genießen sie. Weil sie sagen, aha, jetzt kümmern sie sich wieder um uns. Jetzt interessieren sie sich für uns. Das steckt dahinter. Ergo sage ich noch einmal, was ich schon vorhin gesagt habe, die Union muss in Opposition, sie muss konservativ werden und den konservativen Teil der Wählerinnen und Wähler integrieren. Und SPD, Grüne und Linke müssen den Mumm haben, eine Alternative aufzubauen. Aber das geht nur, wenn sie einen wirklichen sozialen Schub organisieren. Wenn du dafür sorgst, dass viele derjenigen, die sich heute abgehängt fühlen, dann nicht mehr abgehängt fühlen. Dann haben wir der AfD die Grundlage entzogen. Wenn wir nur rummaulen, hilft das überhaupt keinen Millimeter weiter. Und denken Sie, Thüringen hat jetzt mit Bodo Ramelow den ersten Linken. Denken Sie, es könnte weitergehen, dass die Linke auch mehr Verantwortung in der Regierungsmacht übernehmen also, könnte? Man sieht, ob wir dasselbe jetzt zustande bringen in Berlin. Allerdings natürlich nicht, dass wir den regierenden Bürgermeister stellen, sondern leider die SPD. Aber immerhin in Thüringen haben wir den Ministerpräsidenten gestellt und alle Katastrophen, die überall beschrieben wurden, das ist alles Quatsch. Aber es ist auch nicht so, dass die Leute jetzt begeistert sind. Also, weil natürlich auch die Mittel eines Landes sehr begrenzt sind. Auf Bundesebene ist es was anderes. Machen wir nur eine Rentenreform oder nicht? Sagen wir den jungen Leuten, die Zeit ist vorbei, wo nur die Lohnabhängigen und die Unternehmen die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? Oder sagen wir, nein, alle mit Erwerbseinkommen müssen einzahlen, auch Bundestagsabgeordnete, auch Beamtinnen und Beamte, auch Rechtsanwälte, Unternehmerinnen und Unternehmer, alle mit Erwerbseinkommen müssen einzahlen. Wenn wir dann noch sagen, ohne Beitragsbemessungsgrenze, also wenn du eine Million verdienst, musst du eben von einer Million deinen Beitrag bezahlen, und dann noch sagen, für die Spitzenverdiener, flachen wir den Rentenanstieg ab, wie in der Schweiz, Höchstrente lässt das Bundesverfassungsgericht nicht zu, aber Abflachung lassen sie zu, dann brauchen wir über Altersarmut nicht mehr zu reden. Warum können wir nicht wieder bei befristeten Verträgen sagen, nur wenn es einen Sachgrund gibt, nicht willkürlich. Von den jungen Leuten bis 25 Jahre haben über die Hälfte befristete Verträge und die Union weint mir immer die Backen voll, dass jedes Jahr mehr Deutsche sterben als geboren werden. Dann ärgere ich die immer, sage ich, brauchen wir noch mehr Flüchtlinge und dann aber passiert Folgendes, dass ich sage, ja, warum denn? Weil wir in Deutschland nirgendwo eine kinderfreundliche Gesellschaft sind. Weil du die Gleichstellung der Geschlechter nicht durchsetzen kannst. Wenn du heute als Frau und dann noch alleinerziehend Kinder hast, dann bist du benachteiligt. Du landest ganz schnell im Niedriglohnsektor, dann bei Hartz IV etc. Also brauchen wir ein flächendeckendes Netz an Kindertagesstätten mit sehr gut ausgebildeten Erzieherinnen, die endlich auch mal anständig verdienen müssen. Anders geht das gar nicht. Also den Niedriglohnsektor müssen wir bekämpfen, die Leiharbeit müssen wir bekämpfen, den Missbrauch der Werkverträge. Wenn wir das alles machen, also ich sage mal, wenn so eine Regierung zustande käme und das Deutschland danach wäre, genauso wie das Deutschland vorher, dann können Sie Ihre Sachen packen, können Sie alle nach Hause gehen. Es muss ein anderes Deutschland sein. Wir brauchen jetzt in Europa und in Deutschland einen sozialen Schub. Bitte glauben Sie es mir, sonst geht die Entwicklung immer weiter nach rechts. Wenn wir das aufhalten wollen, brauchen wir mehr Gerechtigkeit. Und zu den Flüchtlingen noch ein Satz. Wir haben doch in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Nun gibt es aber das Handy. Nun wissen Sie es. Nun stellen Sie komische Fragen an uns und wir haben keine Antworten. Und das ist das eigentliche Dilemma. Wir müssen eben die Fluchtursachen bekämpfen. Die quatschen die AfD von der Mauer. Erstens weiß ich gar nicht, wie man im Mittelmeer eine Mauer baut, aber ich lasse das mal weg. Also stellen Sie sich mal vor, wir hätten eine Mauer. Da hast du eine Pause. Von einem Jahr, von anderthalb Jahren. Und dann stürmen Millionen die Mauer. Und dann entsteht eine unbeherrschbare Situation in Europa und in Deutschland. Also wenn das kein Weg ist, müssen wir die Fluchtursachen beseitigen. Erstens, der Krieg in Syrien muss beendet werden.
Das geht nur über einen Kompromiss der USA mit Russland. Zweitens, wir müssen aufhören, so billig, wie wir das gegenwärtig machen, Lebensmittel nach Afrika zu exportieren. Die sind immer billiger als die afrikanischen Lebensmittel. Dadurch kommt da keine eigene Landwirtschaft zustande. Und die Konzerne genmanipulieren das Saatgut, damit du es nicht vervielfältigen kannst, damit die Bäuerinnen und Bauern es jedes Jahr neu kaufen müssen. Das geht eben nicht mehr. Was machen die eigentlich bei G20 oder wenn sie sich da in Bratislava treffen? Sowas müssen sie beschließen, dass das jetzt aufhört. Mensch, jetzt wäre ich leidenschaftlich. So ja, ist das hier nicht mehr. Ja, das ist aber auch gut. Ja? Darum haben Sie auch nochmal entschieden, nicht aufzuhören, 2017, dass Sie nochmal stellen. Ich glaube, da sind einige froh. Ja, ich kandidiere nur noch direkt in meinem Wahlkreis. Das ist ja in Deutschland, hast du mal zwei Stimmen, eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Zweitstimme wählst du eine Liste der Partei und mit der Erststimme eine Person. Und entweder kriege ich die Mehrheit der Erststimmen, dann bin ich gewählt oder nicht, weil ich will nicht Spitzenkandidat werden. Das sollen jetzt meine Nachfolger machen. Aber in meinem Wahlkreis will ich kämpfen und dann stehe ich eben so beratend. Ne? Jetzt haben wir Bewegung, falls so bestimmte Dinge passieren sollten. Ne? Jetzt haben wir noch zum Abschluss drei Publikumsfragen. Wer, Sie dürfen auf Ihren Posten, Herr Gysi, den kennen Sie ja. Hier? Aber nicht vergessen, ich bin schon betrunken. Ja? Nein, das geht. Wer hat eine Frage? Eine dringende Frage, eine dringende, wichtige Frage. Bin ich hier groß? Ja. Das ist aber Schummel. So. Ja. Ich habe das Schummelpodest weggenommen. Herr Gysi, wären Sie gerne mit Putin befreundet? Nein. Putin ist der Typ Tigerringer. Ich lasse jetzt mal alles andere weg. Dadurch ist er sehr selbstgerecht. Er hält den Obama für eine Lusche, kann ihn nicht leiden und Obama kann einen Typen wie einen Tigerringer nicht leiden. Er ist mir auch gar nicht persönlich sympathisch, also was er mit den Schwulen macht und so, finde ich alles indiskutabel. Nur, dass die Europäische Union und Deutschland gegen ihn Sanktionen beschlossen hat, war ein grottenschwerer Fehler. Und zwar, weil die immer denken, wenn sie A sagen, vergessen die immer, dass das Alphabet bis Z geht. Ja, vergessen die. Dass er darauf reagiert. Jetzt macht Russland sich immer unabhängiger von Europa. Jetzt verbrüdert er sich mit Erdogan gegen die Europäische Union, weil die hat ja Sanktionen gegen ihn beschlossen. Gott, ein Fehler. Wir hätten von Anfang an erkennen müssen, Minsk ist richtig vermitteln, auch im Interesse der Ukraine. Und außerdem Frieden und Sicherheit gibt es in Europa niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Die US-Interessen sind andere als unsere. Leider, haben wir da einen schwerwiegenden Fehler begangen. Das hat mit Sympathie nichts zu tun. Also der Obama ist mir eigentlich sympathischer. Das Einzige, was ich wirklich tragisch finde, ist, dass er wahrscheinlich Guantanamo nicht geschlossen hat. Wissen Sie, was ich an seiner Stelle machte? Der Kongress, mehrheitlich Republikaner und Senat, hat ihm ja verboten, einen Dollar auszugeben, um da Gefangene herauszutransportieren. Wissen Sie, was ich machte? Also zumindest, wenn die Wahl vorbei ist, er ist ja dann immer noch Präsident. Ich mache einen internationalen Spendenaufruf als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und sagte von der Schweiz bis Deutschland, bitte spendet, damit ich die Gefangenen loswerde und Guantanamo schließen kann. Mein Senat und mein Kongress gibt mir keinen Dollar. Deshalb bitte ich euch darum. Was glauben Sie, was dann los ist in den USA? Weil das würde ich richtig gerne machen. Wir haben nur 5 Minuten überzogen. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Ich habe aus den vielen langen Recherchen und den Büchern von und über Gregor Gysi auch gelernt, er ist zwar ein polarisierender wie auch umstrittener Politiker, der aber klug, scharf und fast prophezeiend dem politischen Haus in Deutschland gut tut und eine wichtige Stimme ist, und das ist mit einer Prise guten Humor und Selbstironie. Gut so. Weiter so, Gregor Gysi, wir sehen Sie noch öfters, auch vielleicht hier. Und wünsche Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und viel Spaß und Freude und viel Zeit für Ihre Kinder, Ihre Angehörigen und Ihre Freunde. Herzlichen Dank, Gregor Gysi.